Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Diesmal steht der liebe Jens hinter der Kamera. Und ich werde gerade angerufen, das ist gut. Der Tammer. Ja, ich habe gerade nicht so viel Zeit zum Telefonieren, weil ich gerade mitten im Videodreh stecke. Ja, das mache ich. Du, alles gut. Tschüss. Das ist doch der liebe Herr, dem die Maschine gehört hier. Der hat sich leider ein bisschen auf die Nase gelegt. Und da müssen wir jetzt dementsprechend die Sachen reparieren. Weil so kann er nicht fahren. Weil, ich weiß nicht, ob man das sieht. Jens, siehst du das hier unten? Da ist der Lichtmaschinendeckel leider etwas defekt. Deswegen war die Weiterfahrt. Deswegen war die Weiterfahrt halt nicht mehr möglich. Ne? Und ja. Jeder Freund, der sein Zweirad liebt, der schiebt, ne? Wie man bekanntlich so sagt. Ja, wir werden auf jeden Fall auch noch gleichzeitig eine Motorwartung machen. Die hatten wir eigentlich vorher schon vor, bevor der Kollege sich damit auf die Nase gelegt hatte. Ihr kriegt auf jeden Fall eine 20.000 Inspektion mit Ventilspiegel kontrollieren und Zündkerzen wechseln. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an, wir demontieren erstmal, ich glaube, wir fangen mit dem Deckel an, oder? Deckel? Ja. Deckel, okay, wir fangen mit dem Deckel an, wir bauen hier erstmal alles nochmal ein bisschen auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, jetzt sind wir ein bisschen vorbereitet. Wir haben das Moped jetzt mal schön auf eine Pitmap gestellt. Ich weiß gar nicht, ob man die Pitmap, ich weiß es selber gar nicht genau. Auf jeden Fall lassen wir jetzt erstmal das Öl ab. Das war natürlich jetzt schon ein bisschen weniger drin, aber da wird immer noch, glaube ich, ein kleines bisschen drin sein. Was meinst du, wie viel? Ist da noch so drin? 2,7 Liter ist regulär drin. Ja, 200 Milliliter. Ich sag 600. Ja, okay, das ja, ist relativ weit unten. Ich sag mehr als 2 Liter. Mehr als 2 Liter, sag ich. Das ist ja die Schraube. Ja, okay, doch. Ist wohl doch noch wieder schwerer, ja, ne? So. Aber war schon fast richtig mit 200 Milliliter. Ah, gut, jetzt haben wir noch nicht einen Liter, jetzt haben wir. Jetzt, ah, komm, ein bisschen noch, komm, ein bisschen noch. Knapp einen Liter haben wir jetzt. Liter? Jetzt muss noch ein Liter mehr sein, dann habe ich Pech gehabt. Ja, gut, lass mal laufen. In der Regel lässt man die immer vor ein bisschen warm laufen, das lassen wir jetzt hier nicht, weil der Deckel kaputt ist. Dann wird jetzt hier nämlich alles rauskommen, das wollen wir nicht. Deswegen muss das jetzt so ablaufen. Das ist auf jeden Fall okay, das passt. Und ja, ich würde sagen, den Deckel montieren wir jetzt auch. Da haben wir nämlich auch einen neuen, sollen wir die neuen Teile holen? Die sehen nämlich geil aus. Schön von Yamaha Store. Ja, das sind Seitenverkleidungsteile. Brauchen wir gerade nicht. Wir brauchen den Deckel. Die Dichtung. Hier müssen die Dichtung sein, genau. Hier ist der Deckel drin. Also, ich darf ja keine Preise nennen, aber. Der Deckel war nicht gerade günstig, kann ich dir sagen. War auf jeden Fall etwas. So, brauchen wir nicht. Ne? Neu alt. Oh, guck mal, wie der glänzt noch, siehst du das? Der ist so matt. Der ist so glänzt so noch. Das sieht geil aus. Sexy. So, das haben wir. Das immer. Jetzt machen wir erstmal hier den Stopfen raus, würde ich sagen. Was, warum der Stopfen nicht dabei ist, das wäre viel geiler gewesen. Mhm. Na egal. So, ich hol mal ein bisschen Werkzeug. Und dann geht's weiter. Lul. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich habe schon 14 in der Hand. Das wäre es jetzt gewesen. So. Gucken wir, ob der gut oder schlecht abgeht. Ach, wunderbar. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Oder 4er, 4er, 5er. Alle Schrauben rausdrehen. Hier muss man nichts beachten. Ganz normal die Schrauben einfach raus. Und dann passiert da nichts. So, Jens, was hast du gesagt? Wie viel? 200 Milliliter? Ja, das sind genau 2 Liter. Top. Okay, vielleicht doch nur 1 Liter. Psst. Den hat natürlich keiner gehört hier. So. Die Schrauben sehen cool aus. Die eloxiert, das wäre geil, ne? So Titan eloxiert, sowas. Also kleine Gimmicks, genau. So. Ah,
passt doch, das reicht. Da kommen wir vernünftig an die Schrauben dran. Und dann ist auch gut. Gut. Na Jens, gut. Das war ein Hyundai. Oh Gott, ich dachte, okay. Was kommt da denn jetzt? Naja. So. Ne, da unten noch. Ah, wie gesagt, hier musst du nicht achten auf die Schraubenlängen, weil die alle gleich sind. Außer die drei hier von dem Plastikteil. Die sind ja erkennbar, ne? Ja, man sollte meinen, den größten Unterschied sollte man sehen können. Gut, für die Leute, die Brille Fehmann begrüßen. Ja, vielleicht jetzt was anders, ne? So. Gehen wir mal auf vorab. Ach, ne, machen wir nachher mit der Zange. Kriegen wir so nicht ab. So. Nur keine Angst, ihr könnt einfach ziehen. Der ist mit einem Pullrad drauf. Ihr zieht gleichzeitig auch sozusagen die Lichtmaschine mit runter. So. So, das Zahnrad lassen wir mal lieber hier drauf wieder. Kann man gleich drauf machen. So, so. So, hier müssen wir jetzt erstmal die Lichtmaschine ausbauen. Lassen wir hier auch mal die Schraube weg, dann haben wir ein bisschen mehr Kabel. Du. Ja, viele Leute denken da einfach, dass ich das alles schon mal gemacht hätte an so Motorrad. Also ja, an so Motorrädern ja, aber nicht an so von dem Modell spezifisch. Ist immer irgendwie lustig, finde ich. Die Leute denken immer, ich habe das schon zigmal gemacht. Dabei mache ich es jetzt gerade an der MT das allererste Mal. Ne? So, ich guck mal gerade, die Lichtmaschine sieht soweit intakt aus. Da sind schon mal keine Beschädigungen, das ist schon mal gut. Hätte auch sein können, dass da irgendwas kaputt wäre. Ne? Wäre jetzt nicht so toll. Das wäre jetzt ein Ding. Hab ich total vergessen. Das sind ja mal Drecksäcke. Das sind Drecksäcke. Das habe ich mir jetzt gerade gedacht. Man achte, das ist das Anlasserritzel. Was ist damit? Das ist gelagert, ne? Da ist ein Lager drin. In dem neuen Deckel. Guck mal. Im neuen Deckel ist einfach kein Lager drin. Was für Huren. Das musst du dir mal geben. Ja, das ist wieder ein Problem. Toll. Toll. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Das heißt, wir können es heute wieder nicht fertig machen. Nur, weil dieses verfickte Lager fehlt. Geil. Danke dafür, Herr Ma. Danke dafür. Für nichts. Für nichts. Oh, wie ich sowas hasse, ne? Ich krieg da einen richtigen Anfall. Ey, das geht mir gerade tierisch auf den Sack. Toll. Kriegen wir das eigentlich raus? Würdest du schon bestimmt irgendwie rauskriegen, ja, aber ich mach wenn immer neue Lager rein. Mhm. Oh, was eine Kacke. Ja, Leute, puncto Lichtmaschinendeckel. Ja, hat sich wohl heute erledigt. Können wir heute wohl komplett vergessen. Außer Yamaha hat das Lager da, was ich natürlich nicht denke, was die haben. Ja, wie gesagt, Deckel können wir heute knicken. Muss ich erst das Lager besorgen. Toll. Hätte ich auch selber dran denken können, dass da noch ein Lager drin sein könnte, was ich mitbestellen müsste. Naja. Aber egal, andere Sache. So, wir machen dann Heck weiter. Das Heck ist nämlich oben kaputt. Wir haben ein neues Rücklicht, eine Fußraste und einen Schalthebel haben wir auch noch. Die können wir auch noch montieren. Das können wir jetzt machen eigentlich. Weil wir gerade eh hier unten dran sind. Ich mache den 6er, nicht den 5er, dann passt das auch ganz gut. So. Also ich weiß ja noch, ich hatte glaube ich vor einem Jahr hatte ich noch eine Bühne. Da habe ich den Tag kommen, du schraubst eh nicht mehr an zwei Rädern. Hast du gedacht? Habe ich gedacht. Habe ich wohl falsch gedacht. Gut. So. Weil ich habe auch keine Originale, weil das Ding soll über 100 Euro kosten. Das ist heftig. Ja. Deswegen, warte ab, ich habe was Neues. Naja, schwarz. Geht halt immer. All Black finde ich generell geil.
geil. So, wir müssen jetzt links rum drauf drehen, denn hier hat man anderes Gewinde. Links Gewinde, nicht rechts Gewinde. Könnt ihr jetzt natürlich auch hier oben abmachen, aber faul bin. So. Irgendwie so neu aus, ne? Guck, wie die andere Seite aussieht. Boah, geht noch. Man sieht halt einen kleinen Unterschied, ne? Ja. Ja. Oh, ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Naja, machen wir erstmal hier Schrauben rein, würde ich sagen. Ja! Jo, wahrscheinlich! Die passt. Die passt auch. Vierer im Muss. Und dann ziehen wir fest. Wenn die Schraube ist jetzt zu lange, kriege ich einen Anfall. Passt. Ach, geil. Und noch Glück gehabt hier. So, dann mal direkt wieder weg. Ne, da war's. Ich finde immer, so Splinter rausziehen mit einem Seitenschneider geht einfacher als mit einer Zange oder so. Und du kannst sie hier so ein bisschen Hebelwirkung rausziehen. Im schlimmsten Fall schneidest du ihn ab, aber wie gesagt, da eh ein neuer reinkommt, wäre das jetzt nicht mehr weiß, wie tragisch. So. Lol. Ich hätte gedacht, die Feder ist voll unter Spannung, aber das ist ja nichts. Das ist aber voll easy zu montieren. Guck mal. Geil. Das gefällt mir nicht. So, guck mal, jetzt hat das auch eine Funktion. Geil. Wäre das Fußrast montieren immer mal so einfach, ne? Ja, bei Husqvarna, bei der KTM, beides schrecklich. Einfach. Man würde lieber kotzen gehen, als so eine Scheiße zu montieren. So, holen wir mal eine neue Splinte. Leg den da um, dreh den Bolzen noch mal ein kleines Stück und bieg ihn da um. So, das haben wir schon mal gefixt. Hier müssen wir noch die Fußrasten mit ein bisschen Loctite noch mal neu versehen. So, geil aus die Fußrasten. Vielleicht kaufe ich für meine auch. Das muss ich mir aber noch überlegen. Aber die sehen cool aus, ne? Mhm. Mhm. Hier kannst du, wie gesagt, den Hebel noch ein bisschen verstellen, so dass das hier passend ist für dich. Hier die Schrauben lösen, dann kannst du nach hinten. Hier müssen wir jetzt noch einmal gucken. Die Schrauben müssen noch festziehen. Also hier ziehen wir jetzt gleich noch fest. Und dann war es das erstmal damit. Dann fangen wir hinten mit der Verkleidung an. Nee, mit der Verkleidung fangen wir nicht an. Ich würde sagen, Jens. Ajo. Mayo. Ich würde sagen Mayo. Kein Vorname. Hier vorne. Ah, ist egal. Vielen nenne ich jetzt nur noch Mayo. Okay. Ich würde sagen Mayo. Ich hole jetzt Ketchup. Okay, nein. Ja, ich würde sagen, das wird ein ganz kurzes Video. Weil der liebe Mayo, alias Jens, der muss gleich los. Und die Arbeit, die ich jetzt anfangen würde, die würde was länger dauern. Deswegen würde ich sagen, was das erstmal für heute. Weiß gar nicht, haben wir noch was Schnelles, Kurzes zum dann noch? Nee, ne? Der Fußrast ist dran. Fußrast, ja. Fußrast ist dran, Schalthebel ist dran, Deckel ist runter. Und ja, Öl ist runter. Wir könnten auch schon mal den Filter abmachen und so. Und das sind alles Kleinigkeiten, weil wie so ein Filter abgeht, habe ich schon bei meinem Video gezeigt. Genau wie Ventilspiel einstellen oder so. Das sind alles Sachen, die habe ich schon gezeigt. Die werde ich jetzt nicht nochmal irgendwie detailliert zeigen. Sprich, ich werde wahrscheinlich jetzt, wenn der Jens weg ist, eben einmal die Wartung als solches durchführen. Sprich, Filter wechseln, Zündkerzen wechseln, Ventilspiel prüfen. Und genau, das war's. Oder? Ja, genau. Machen wir so.
Wenn das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Checkt den lieben Mario alias Jens aus unter MarioZ800 _Z800 auf Instagram. Ist ein geiler Dude. Mittlerweile macht er auch richtig geile Fotos. Also hat er vorher natürlich auch. Aber er hat sich eine neue Kamera gegönnt, weil er Bock hat, Fotos zu machen. Ja. Genau, also wie gesagt, checkt ihn auf jeden Fall aus. Mega geile Bilder. Wir haben vorgestern Bilder gemacht. Die sind richtig gut geworden. Also echt, danke. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Abo würde mich auch natürlich super, mega doll freuen. Und haut rein.